Also das Hack gemacht, Hack, sag mal guten Tag, ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komm nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Jetzt merkt er schnell, er ist hacksexuell. Und ohne seinen Hack wird er schreckkriminell! Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life! Ja, und ihr habt's gehört, der Lime ist dabei. Ja, und wir, was geht bei dem, Leute? Genau, endlich haben wir es geschafft und es ist mal nach 16. Ach nee, du hast immer erst ab 20 Uhr Probleme. Hast du die Probleme eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ich war ja eine Woche im Urlaub. Ja, stimmt, du warst im Skiurlaub, ne? Im Skiurlaub, da werden nächste Woche natürlich gar Vlogs kommen von dem Komm mal mit. Skiurlaub. Aber ich hatte leider noch keine Zeit, das richtig zu schneiden, weil ich gleich danach arbeiten musste und so. Und es war ja fast Nacht, wie viele festgestellt haben. Ja. Und da war die Arbeit dann natürlich sehr, sehr anstrengend, weil bei uns ist ja sehr, sehr viel los, deswegen dann. Gerade auch wegen Pfannkuchen und Papo, ja. Da hatte ich nicht so wirklich Lust und Zeit und ich möchte ja halt natürlich, dass es wirklich gut wird. diese Vlogs, weil ich habe das erste Mal gemacht. Es ist zwar sehr, sehr viel schief gelaufen, aber ich hoffe, ich kann trotzdem noch ein bisschen raus was zaubern. Und kann euch damit überraschen. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und Kalle möchte mir jetzt, glaube ich, den Tunnel zeigen. Ja, warte. Ich warte. Ich mache gerade nur noch was fertig, damit ich nachher weiterbauen kann. Und zwar, ja, der Lewis und ich haben uns ja zusammen vorgenommen. Hast du eine Abzugshaube? Ja, kriegst du. Oh mein Gott, ist das echt eine Abzugshaube? Alter, ist ja cool. Wo hast du das her? Na, gebaut. Macht die auch irgendwie krass Geräusche? Wenn du sie selbst mit dem Mund machst, ja. Warte. Das hört sich aber irgendwie nicht wie so ein Abzugshaube an, sondern irgendwie so eine Echse oder so, keine Ahnung. So. Das wirst du mal bei der Facecam an. Das war. So, und ja, Leute, auf jeden Fall, ich zeig den Linus jetzt heute mal, wie weit der Tunnel gekommen ist. Und Linus und ich wollten ja nämlich, wie gesagt, wenn der Tunnel da hinten zu Ende ist, wollen wir zusammen ja ein kleines bisschen neu anfangen. Da hätte es die Vorteil. Und komm mit, Linus, komm mit. Warte kurz. Ich habe hier gerade ein mega geiles Thumbnail. So. In der Folge ein Thumbnail gemacht. Leute, jetzt wisst ihr, wie die Let's Player mal ihre Thumbnails machen. Es ist mega groß, ich sag's dir. Ja. Oh, diese. Was ist die Schlucht? Ja, Mann. Wie viel Rohstoffe du brauchst? Wie viel Rohstoffe ich brauchte? Ja, aber für die Schienen ja noch allein. Die Schienen fehlen ja noch. Ja, ja. Vor allem, überleg dir mal, wir haben noch nicht mal die Hälfte fertig, ne? Noch nicht mal die Hälfte? Also der Tunnel an sich schon, aber überleg mal, der Bahnhof kommt noch. Und dieser Tunnel, das von der Länge her, das 2- bis 3-fache nochmal, bis wir am Ziel sind. Guck dir an, da hinten ist das Ziel. Lauf. Ja. Oh, ich laufe. Das kommt so kurz vor, aber wenn du läufst, merkst du erstmal, wie weit das noch ist. Ja. Ah, es kam gerade wirklich kurz vor, hast du recht gehabt. Ja. Aber ist doch noch ein ganz schönes Stückchen, du. Das ist wirklich eigentlich ein ganz Stückchen. Und hier kommt dann der Bahnhof ran und dann dieser Tunnel. So lang wie der ist, von hinten bis vorne. Das doppelt bis dreifache nochmal in die Richtung dann nach dem Bahnhof. Das wird echt. Ja, das wird eine Arbeit. Oh. Aber das werden wir natürlich ganz gut schaffen, weil wir ja so uns jetzt so langsam ausmachen wollen, einen Livestream zu machen. Also so ein großes genau, Leute. Livestream, so ein Marathon. Was war denn das gerade? Ja genau, wir wollen einen Live-Marathon machen, das heißt, wir werden uns einen Tag in der Woche irgendwann mal aussuchen, wo wir dann, weiß ich, 6 bis 8 Stunden oder was auch immer, so lange wie wir einfach nur können, einfach streamen werden, von tags bis in die Nacht hinein. Ja, also dann New Life halt, damit ne? Die dann übelst. Ich finde das immer so geil, wenn man isst, ne, guck mich mal an, mache ich das auch, drehe ich meinen Kopf auch so? Ja. Hast du es bei mir gerade gesehen? Ja. Ah, okay. Der Kopf dreht sich einmal um die Achse, dann isst du und dann dreht er sich wieder zurück. Ach, bei dir nicht, bei dir ist das ganz normal, also mach nur Kopf und runter ganz normal. Bei mir dreht sich der ganze Kopf. Irgendwie sehen in der Cam meine Haare kürzer aus, als sie sind. Okay. Leute, also meine Haare sind nicht so kurz, wie sie aussehen. Meine Haare auch kürzer, als sie sind, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Tut mir leid.
Pass auf, ein paar Leute schreiben bestimmt irgendwie, ja, meine Haare gehen jetzt schon bis zur Nasenspitze. Von denen, guck dir das mal an, ne? Fällt dir was auf, was hier noch fehlt? Fackeln, ne? Stimmt, Fackeln fehlen auch noch. Aber ist doch voll hell. Ja, weißt du warum? Warum? Du alter Schlawiner. Das ist das Coole an den halben Blocks. Das ist trotzdem. Hinter jedem. Sonst hätte ich dir auch eine Idee gemacht und gesagt, so hier kann man doch diese Leuchtdinger ranmachen. Glowstone. Würde auch cool aussehen. Halbe Glowstones meinst du? Mhm. Ja, das sähe bestimmt auch cool aus. Nee, aber ich habe jetzt halt die Fackeln hinter den. Das wäre fast rübergefallen. Ja, das mach mal. Tschüss. Oh, sieht cool aus, ne? Ja, sieht so, das hast du wirklich schön gemacht. Fangen wir das wieder an. Ja, hier, das Vieh gerade. Ja, war das nicht ein Strauß? Ja. Die machen aber ganz Geräusche. Ehrlich, ich würde jetzt mal, ganz ehrlich, heute hast du Bock, ein bisschen nochmal durch die Gegend zu laufen, ein bisschen was zu erkunden? Ja, ach, da können wir doch gleich ein bisschen was verbinden, das passt mir ganz gut. Dann könnten wir doch, weißt du noch, wo die Marmorstelle ist? Ich brauche unbedingt Marmor. Ja, können wir machen. Warte, ich mach mal ganz kurz. Dass wir neue Richtung Marmorstelle laufen und dann irgendwo weiterhin lang. Ja. Das wäre cool. Können wir nämlich Marmor machen? Ach, Leute, und ich möchte mich nochmal recht groß bedanken dafür, dass ich so viele nette Kommentare und positive Resonanz. Ja, Resonanz kriege. Genau, danke, Kalle. Zu Master Builders. Master Builders ist richtig geil. So vielen Leuten gefällt das. Mein Cousin hat mich angeschrieben, viele Freunde haben mich angeschrieben. Du spielst Master Builders viel? Ja. Oh, ich denk mal, da werde ich dich auch mal in eine Runde mit einladen, weil ich spiele jetzt auch Master Builders, oder beziehungsweise wenn ich das richtig anfange, mit einem Kollegen. Wenn ich du wäre, Challenge. Ja, also wir machen dann Master Builders, wenn ich du wäre. Wir haben das einmal schon aus Spaß gemacht. Ich sollte dann einen Schumpf mit Erektion bauen. Hä? Wird auf jeden Fall richtig cool. Ich denke mal, du würdest auch mit reinpassen. Da hat er auch bestimmt richtig Bock zu. Ja, klar. Hatte ich auf jeden Fall Bock. So als Abwechslung normales Master Builders und Master Builders, wenn ich du wäre, wäre doch bestimmt schön nice. So, ich gucke jetzt gerade mal hier. Ich habe alles parat. Ich bringe jetzt nur noch meine Säge nach oben, sollte ich sterben, damit die Säge nicht weg ist. Machst du die Tür zu, ja? Jo. Super. Und dafür wollte ich mich halt nochmal bedanken, weil so viele mich Leute angeschrieben haben und blabla und pipapo und Kommentare auch geschrieben haben, dass ihnen das Leuten echt gefällt und dass die haben echt viele gemeint auch so, dass das cool ist und so und die das auch relativ sehr, sehr witzig finden. Hat mich echt gefreut. Dafür doch mal ein Danke. Danke! Denn ihr seid eine wilde Familie für mich. Ui. Ich liebe euch. Ui. Kauft mein Merch. Ich wollte sagen, fehlt nur noch hier, kauft irgendwas, ne? Kauft mein Duschschaum. Kauft meinen dicken, fetten Duschschaum, den man sogar essen kann. Kauft mein Duschschaum, Pizza Tasty, Alter. Ui! Pass auf, Kalle, irgendwann machen wir auch nochmal einen Duschschaum. Das heißt, dass das mit Leberwurstgeschmack ist und Pizza oder so. Leberwurst, oder Pizza und ja, das ist dann Dennis, Mettbrötchen. Alles und aus Hack gemacht, Hack, sag mal guten Tag, ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komm nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Als merkt er schnell, er ist hacksexuell. Und ohne seinen Hack wird er schnell kriminell! Das muss man echt fürs Intro schneiden. Ja, das war echt gut, oder? So, ja, ich hab gerade so richtig in die Kamera gemacht, so ausgerastet mit den Händen in die Kamera. Ah! Mit Leberwurst. Was gibt's noch? Döner. Döner, ja, genau. Oh. Hatte ich gestern. Oh mein Gott, Game of Thrones. John Schnee ist hier, die Krähe. John Schnee. Ich hab Game of Thrones nie geguckt. Ich wollte gerade spoilern. ich lasse es lieber. Falls noch jemand die fünfte Staffel noch nicht geguckt hat. Ich hab mal so zwei, drei Folgen gesehen, aber. Oh, ich hab mir gerade von Marc gestern Abend ausgeliehen. Zocken? Game of Thrones ist kein Zock, kein Spiel, sondern ein Film. Weißt du, dass es eine Serie ist? Ja, du hast ja gesagt, zocken gerade. Ach so, oh, tut mir leid. Ich habe die ersten so drei Folgen irgendwie zwischendurch mal gesehen bei Sky. Skelett, greif dich bei Kalle an! So, fort. Ich renne einfach weiter. Greif nicht meinen Kalle an, Alter.
Nee, ich hab jetzt komplett alle 5 Staffeln jetzt geguckt. An einem Tag? Nein, warum habe ich Schwäche? Ah, Skelett hat mich getroffen. Skelett? Nee, das lief jetzt die ganze Zeit. Die ersten 4 Staffeln liefen jetzt im Fernsehen auf RTL 2. Und bis gestern Abend lief jetzt dann nochmal ab dem 12. die 5. Staffel Free TV Premiere. Ja, aber ich habe mir jetzt einmal alle 5 Staffeln ausgeliehen vom Kumpel. Also beziehungsweise alle 4 auf DVD. Ja. Richtig geil. Jetzt gucke ich mir die nochmal mit meiner Freundin an. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht genug Zeit, um so eine Serie anzufangen. Irgendwie. Ha, Marmor! Da ist Marmor, hier unten ist auch nochmal Marmor. Hier unten ist auch mehr Licht. Oh, hier ist auch genug Licht. Ich habe keinen Shader an. Ich weiß ja nicht, ob du Shader an hast. Ja, sowieso. Aber ich habe keinen Shader an, weil mich das relativ, also sehr, sehr doll stört. Selbst, also auch beim Arbeiten. Es sieht zwar schön aus, aber es läuft einfach zurzeit nicht flüssig. Also ich habe kein Problem mit dem Shader, bei mir läuft alles. Ne, also wenn ich jetzt ohne Shader spiele, habe ich so 120 Frames die Sekunde. Dort gefällt mir auch, das macht mal Spaß. Das Spiel ist sowieso Hallo! Das Spiel ist sowieso flüssiger als sonst. Okay. Also es war vorher noch nicht so flüssig. Ich komme aus dem Urlaub zurück, nehme auf und denke mir so, what the fuck, ist das flüssig? Und ganz halt gewundert, warum? Ich weiß nicht, vielleicht hat mein PC mal eine Pause gebraucht, auch Urlaub von mir, weil ich doch anscheinend ganz endlich ist Lyris weg. Ja. Und aber es läuft viel, viel flüssiger. Ich muss jetzt meine Essen. Sagst du, Alter, hier ist es dunkel. Wie holla die Waldfee, du. Bei mir ist es hell. Ja, aber du musst überlegen, die Monster spawnen trotzdem. Ja, klar. Für dich. Ich mach jetzt auf hier. Von zwischen der Höhle von dir hier und meiner Höhle, wo ich gerade war, mache ich das gerade hier so schön. Oh, hier ist eine Ratte irgendwo. Wo ist sie denn? Hörst du sie auch? Ja, ne? Ja, ich höre sie, ich höre sie. Die wird hier vielleicht unten drunter sein irgendwo. Franzai, das hört sich so an, als ob die wirklich hier aus der Wand kommt. Guck mal, hier ist Sandstein. Da, hier, von hier kommt die. Da ist er. Ah! Komm, Creeper, spring. Nee, lass ihn mal sprengen, Alter. Komm nicht näher. Ach so, der sprengt ja nichts in die Luft. Oh, stimmt ja. Richtig. Hab ich völlig vergessen. Dann machen wir mal hier wieder zu, sonst kommt das Skelett hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, Skelette sind so nervig. Ja. Oh, da, wir reden davon und schon beschießt mich eins. Was habe ich dir getan? Oh, da vorne ist ein Creeper. Au, au. Mann. Mann. Lass mich in Ruhe. Ey. Scheiß Bauspammer! Hat ein Aimbot drin! Cheater! Trifft jeden Schuss hier! Scheiß Auto! Aimbot ist drin! Hört nur Ploing! 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 Ganze Zeit schießt und schießt da und schießt da und schießt da! Ich werde noch ein Stack abbauen. Dann habe ich 3 Stacks, das sollte dann reichen für mich noch. Oder das sollte allgemein reichen, dann habe ich nicht mit Marmor Probleme. Hoffe ich jedenfalls, weil ich kann, man kann ja auch richtig viel noch mit Marmor craften. Schon wieder! Echt? Schon wieder? Ich habe gerade einen Pfeil gehört. Das habe ich auch. Oh, das ist ein Creeper. Tschüss. Alles tot. Nein! Ich bin tot und ich weiß davon gar nichts. Lyris, wie machst du das? Ich kann zaubern. Ich bin ein Magier. Oh ja. Zauber mich nach Hogwarts. Ui. Hogwarts. Ich bin nach Hogwarts. Ja. Hogwarts. Hex. Oh nee, das ist Bibi Blocksberg. Ja, wollte ich gerade sagen. Expelliarmus. Avada Kedavra. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Hallo, mein Kind. Ich hab hier einen schönen Apfel für dich. Beiß mal rein. Ein schöner roter Apfel. Ich bin hübsch. Aber ich habe jetzt 4 Äpfel. Welchen muss ich jetzt essen? Ess den Apfel. Ich kann ihn nicht. Ich hab keinen Hunger. Ess den Apfel. Ich hab keinen Hunger. Ess den Apfel. Ich hab aber keinen Hunger.
lass den Apfel jetzt! Ich geht aber nicht. Ich dachte, ess den Apfel. Es geht aber nicht. Ess den Apfel. Ja. Du sollst den Apfel essen! Oh ja, oh. Danke. Am Brot geettet. Aus 1 macht 4. Ich hab gewonnen. Juhu. Oh, da ist Werwolf, den will ich töten. Den will ich töten. Komm her. Wuhu. Ja, ja, ja. Tot. Und ich hab jetzt 36 Leben, also 3,6 Leben. Ich hab 13. Lewis, wo bist du? Ach, da bist du. Ich hab dich schon vermisst. Hier, guck mal, ich hab auch noch was für dich. Hier, blub, blub. Ach, du hast für mich mit abgebaut, das ist einfach. Ja, nett. Was soll ich jetzt denn mit Barber? Jetzt hab ich 1, 2, 3, 4, 5 Stacks hab ich. Das ist doch gut. Ja. Ja, ohne Witz, du musst mal sammeln, weil du hast jetzt 1,3 Leben, ne? 1,3 Leben. Oh. Voller Papp. Kommst du? Jo, ich komme. Oh, da ist das Skelett. Ich schiebe mich hier weg. Nein! Tot. So, Schneewiki. Wir nehmen jetzt schon 17 Minuten auf. Ich sehe es gerade. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge einfach. So ganz einfach kacke. Ey! Hilfe! So ganz kacke. Das Skelett hat was dagegen. Hier, das Skelett haben die Zuschauer raufgeschwört, weil die es hassen. Ja, aber wir sind hier nicht mehr Tube Clash. Alter, da hinten ist noch eins. Kommt das her? Weil letztens, ich habe am Anfang mal Kommentare gekriegt und gesagt bekommen, dass ich, warum ich diese Aufnahmen und diese Folge so prompt halt beende. So, ich so sage so, oh, 50 Minuten um, okay Leute, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die haben ja gemeint, ich solltet flüssiger, so entspannter machen. Und deswegen sage ich jetzt zu euch, Leute, lehnt euch entspannt in den Sessel rein oder wo ihr auch immer drauf sitzt. Entspannt euch so hart, dass ihr fast euch selbst einscheißt. Und dann würde ich erstmal sagen, genauso. Genauso kann man das genau richtig. Tut mir leid, ich hab gerade eingeschissen. Sorry, sollte ich das tun, dachte ich. Und dann entspannt ihr ganz tief entspannt und sagt, bis zum nächsten Mal, hau da rein. Ciao, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wiederschauen. Ja, das war's auch von mir, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.